Hey Leute, ich bin's Jonas und herzlich willkommen zum Unboxing des goldenen iPhone XS. Die Verpackung macht dem Gerät dieses Jahr alle Ehre, denn sie ist langweilig. Ich meine, nicht schlimm und das Wallpaper ist schön, aber kommt schon. Wo spiegelt sich das neue, tiefe Gold mit dem starken Schwarzkontrast irgendwo auf der Verpackung wieder? Man hätte so viel machen können, aber nicht das. Egal, Siegel brechen, Schachtel anheben, von Papierkram begrüßt werden und darunter kommt auch schon das iPhone zum Vorschein. Interessante Farbe, aber dazu gleich mehr. Der Lieferumfang hält einen traurigen Rekord bereit. Es ist die Verpackung mit den meisten Negativinhalten auf dem Markt. Kein Fast-Charging-Netzteil, keine kabellosen Kopfhörer, kein Adapter für kabelgebundene Kopfhörer und kein USB-C-Ladekabel. Das muss man bei einem Smartphone ab 1150 Euro erstmal zustande bringen. Die Freude über die dafür wunderschön bebilderte Bedienungsanleitung hält sich dann auch in Grenzen. Sehr spannend ist aber der immer noch vorhandene Hinweis auf AirPower. Seitdem AirPower auf dem September-Event nicht erwähnt und von allen Websites gestrichen wurde, hielt ich es für gescheitert. Das aber lässt wieder hoffen. Was meint ihr? Damit aber zum obligatorischen Abziehen der Folie. So, und damit zu meinem ersten Eindruck, der da lautet: Das iPhone XS ist nicht für iPhone X-User. Es wird nichts, aber auch gar nichts unternommen, um diese Leute irgendwie auf die Seite des neuen Flaggschiffs zu ziehen. Aber ich muss sagen, das ist okay und für alle Nutzer älterer iPhones ist der Sprung sicherlich gewaltig. Die neue Farbe? Sehr, sehr interessant. Und zwar so interessant, dass ich mir noch immer keine Meinung bilden konnte, wie sehr sie mir gefällt. Der Rahmen hat einen starken bronzenen Einfluss, doch die Rückseite verändert ihre Anmutung je nach Lichteinfall extrem. Durch das Licht meiner Softboxen wirkte sie teils sogar grünlich. Ich finde einfach, dass man die Farbe nicht zeitlos nennen kann, denn dazu fügt sie sich eindeutig zu nahtlos in unser altes Bücherregal ein. Ich werde das Gold behalten, mich aber auch nach dem cleanen Silber meines iPhone X sehnen, das einfach 100% ich war. Eine letzte Sache, ja, die Unterseite ist asymmetrisch und es sieht furchtbar aus und ich finde das wirklich nicht geil, aber es ist schon interessant, dank der eSIM und neuen LTE-Bändern hat das XS ganze 6 Antennenstreifen. Das war mein Unboxing. Ihr merkt, ich bin nicht im Ansatz so begeistert wie von der Apple Watch Series 4, aber ich kann nicht genug betonen, das XS richtet sich nicht an Nutzer des iPhone X. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne bei meinem letzten Video über die neue Apple Watch vorbei. Die Unboxing-Erfahrung war ihr Geld so viel mehr wert. Und dann freue ich mich auf Feedback in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.